guckt natürlich genau in die Richtung. Das ist wahrscheinlich eher unklug. Dann versuche ich mich hiermit einfach mal rausbeugen und dann. Ja, das Timing ist ein bisschen knifflig. Ja, dieses feindselig und jetzt hat die Kamera den bewusstlosen Typen da gesehen. Ich versuch's anders. Eine Idee habe ich noch und dann mal schauen, ob es klappt. Jetzt muss ich aber wieder warten, bis er wieder vorbei ist. Geduld ist eine Tugend. Hallo? Kurz nachdem er hier vorbei ist auf dem Rückweg, schnappe ich ihn mir. Mich jetzt gleich. Das hat auch ganz gut geklappt. Jetzt muss ich mich hier im toten Winkel der Kamera aufhalten. Wenn sie rumgeschwenkt hat, dann muss ich nach links. Hier ist dann nichts mehr Böses. Jetzt bin ich wieder hier in diesem Raum und ich möchte ja jetzt die Treppe rauf. Jawohl. Okay, da steht auch einer. Hier nur irgendwie einen Weg finden, wie ich die Treppe unentdeckt raufkomme. Mal probieren. Okay, hier sind anscheinend die Geiseln. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, die warnen mich da vor einer Bombe. Sagen Sie mir, dass meine Frau okay ist. Wo steckt die Polizei? Sie löst sie auf! Was ist da draußen los? Hören Sie auf, um Hilfe zu rufen. Ist da jemand? Bitte lassen Sie uns! Hilfe, hier ist eine Bombe mit der Tür verbunden! Bitte, töten Sie uns nicht! Gehen Sie nicht durch die Tür! Hilfe, bitte! Gehen Sie nicht durch die Tür. Gehen Sie nicht hier rein! Ist da draußen jemand? Hier ist eine Bombe? Bitte! Lassen Sie uns gehen! Okay, ich soll nicht durch die Tür gehen. Ich habe da auch einen Lüftungsschacht gesehen. Ich weiß bloß nicht, wo der Eingang zu diesem Lüftungsschacht ist.
Bitte, lassen Sie uns gehen! Versteckt die Polizei! Hilfe! Sie werden uns töten! Töten Sie uns nicht! Hm. Hilfe! Hier ist eine Bombe mit der Tür! Hilfe! Bitte! Bitte lassen Sie uns! Wo könnte der Eingang zu diesem Dings sein? Wenn ich da nämlich jetzt durch die Tür marschiere. Ist das nicht so gut? Tja, wo ist das verdammte Lüftungsgitter? Mist, da war ich ja, da ist es nicht. Jetzt erst hier hochgegangen. Das muss ja irgendwie nach oben führen. Ich weiß nicht, ob ich die Typen nach der Reihe ausschalten kann. Nicht schnell genug bin. Nämlich in Ruhe nach dem Ding suchen. Die latschen halt hier wirklich die ganze Zeit auf und ab. Geht das natürlich nicht. Was ist das? Nichts bewusstlos, Mann! Ja, okay. Das gibt nix. Tja, wie kriege ich denn jetzt raus, wo das Lüftungsgitter ist? Man könnte natürlich jetzt hier einfach durchstürmen und versuchen, das zu finden, aber das ist ja so ein bisschen geschummelt. Richtung hier. Da ist irgendwie gar nichts.
Mist. Tja. Das ist etwas ungeschickt. Jetzt werde ich mich einfach nochmal nach oben schleichen, dann ist gut. Schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn ich mich da reinbegebe. Automatische Streubombe aktiviert. Wo ist das Bombenteam? Okay. Tun Sie doch was! Holen Sie uns hier raus! Tun Sie doch was! Hilfe! Wo ist das Bombenteam? Schnell! Zugriff gewährt. Automatische Streubombe deaktiviert. Countdown beendet. Schönen Tag noch. Pritchard, sagen Sie Seraph, dass ich die Geiseln gefunden habe. Heißt das, ich überbringe gute Nachrichten? Sie sind in Sicherheit und bleiben erstmal, wo Sie sind. Das Swat kann Sie evakuieren, sobald ich den Prototyp habe. Ich sage es Seraph. Aber es sollte nicht so lange dauern. Ha, das war ja nicht schlecht. Hören Sie, bitte bewahren Sie Ruhe, sprechen Sie leise und warten Sie hier auf das Wort. Die Anlage ist noch nicht gesichert. Nicht gesichert? Aber diese Terroristen, die haben meine Frau! Ihre Frau? Sie leitet die Anlage. Josie Thorpe. Die brauchen Sie, um die Verwaltungsgebäude zu öffnen. Sie suchen wohl irgendwelche Beweise. Bitte, ich habe Sie seitdem nicht mehr gesehen. Sie müssen sie finden. Klar. Ich tue mein Bestes. Aber Sie müssen alle hier bleiben und auf die Polizei warten. Kriegen Sie das hin? Ja, natürlich. Aber beeilen Sie sich. Sie sagten, Sie haben Beweise gesucht. Was für Beweise? Ich weiß nicht. Das sind Puristen. Sie sagen, der Körper ist heilig und darf nicht manipuliert werden. Vermutlich wollen Sie unser moralisches Fehlverhalten nachweisen. Wussten Sie vom Taifun? Das ist streng geheim. Wie sollten Sie? Außerdem ist er erst seit ein paar Stunden hier. Bitte. Ich denke, die haben nicht erwartet, dass heute jemand arbeitet. Und jetzt stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Finden Sie meine Frau, bitte. Okay, seine Frau können wir natürlich finden. Wahrscheinlich ganz automatisch. Was haben wir hier?